Wir haben es geschafft, 30.000 Menschen für die Kampagne zu gewinnen. Und wir waren damit zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt. Und es hat endlich geklappt, dass die Pharmaindustrie Medikamente für Kinder entwickelt hat. Bisher war es so, dass diese erwachsenen Medikamente für Kinder nicht nutzbar waren und für die Hälfte der Kinder wirklich das ein Todesurteil innerhalb der ersten 2 Jahre war. Bisher gab es keine Medikamente, weil man damit einfach keinen Gewinn machen konnte. Es ist ein sehr guter Kompromiss gefunden worden, an dem alle profitieren. Und es gibt endlich die Möglichkeit, dass Nachahmerhersteller Medikamente produzieren, die für Kleinstkinder geeignet sind. Was wirklich fehlt, sind spezielle Testgeräte für Kinder. Wenn Kinder nicht getestet werden können, können sie auch nicht behandelt werden. Und diese speziellen Testgeräte sind wirklich sehr selten. Also wir haben in Simbabwe zum Beispiel nur ein einziges fürs ganze Land. Das ist viel zu wenig. Und in vielen anderen Ländern sieht es ähnlich aus. Und das müssen wir ändern. Und das wollen wir mit dieser Kampagne erreichen. Und dazu zählt jede Stimme.